Herzlich willkommen bei dem Podcast mit Feli und Basti. Seid gegrüßt bei den Comic-Schnuckis. Herzlich willkommen bei den Comic-Schnuckis. Das hättet ihr wohl nicht erwartet, dass wir jetzt da sind, denn nicht nur ich bin da, sondern auch auf der anderen Leitung hört ihr die liebe Feli. Feli, ruf doch mal rein. Ey, ihr habt nicht genug gespendet, aber wir machen es trotzdem. Nennen wir es doch einfach mal Demo. Ja, jetzt denkt ihr euch natürlich, Comic-Schnuckis, was denn das? Und wir haben da so ein bisschen was vorbereitet. Die Feli hat sowas, was man Gedächtnis nennt, was uns älteren Herrschaften manchmal abhanden gekommen ist in den Jahren. Und die wird uns jetzt nochmal kurz sagen, warum gibt's die Comic-Schnuckis eigentlich? Feli, warum gibt's die Comic-Schnuckis eigentlich? Weil wir Breedstorm ärgern wollen. Ja, okay. Dafür hätte ich auch kein Gedächtnis gebraucht. Es gab eine Twitter-Diskussion, in der Breedstorm uns ein wenig ärgern wollte. Und wir haben beschlossen, die Comic-Schnuckis zu gründen. Denn wir brauchen die Comic-Cookies gar nicht. Wir sind viel besser. Richtig, richtig. Comic-Schnuckis, eingetragenes Warenzeichen. So will ich das jetzt jedes Mal sagen, wenn wir das erwähnen sollten. Comic-Schnucki. Ich habe Comic-Cookies gesagt, ne? Wir müssen eigentlich müssen wir die ganze Folge schon wiederholen, weil das schneidest du einfach drumrum. Oh, schön. Wer hört schon diesen anderen Podcast? Wir sind natürlich viel besser, denn wir machen das auch ein bisschen anders bei uns. Wir haben so ein paar kleine Sachen vorbereitet. Wir werden natürlich ein paar Besprechungen von Comics haben. Die Feli hat ein paar nette Sachen mitgebracht. Ich habe ein paar nette Sachen mitgebracht. Aber zwischendrin lockern wir das Ganze so ein bisschen auf, so als würden wir ein paar kleine Disziplinen einbauen. Das ist eine kleine Olympiade, mit der wir jetzt durch die Comic-Schnuckis gehen. Und vor allem, und das ist uns wichtig, zeichnet die Comic-Schnuckis dieselbe Qualität aus im Themenbereich wie auch die Comic-Cookies. Das heißt, Feli, wenn du jetzt möchtest, könntest du gerne über wabernde Geschlechtsteile und Inzest reden, so wie es auch bei den Comic-Cookies der Fall ist. Das bleibt dir frei überlassen. Ach. Kommt Zeit, kommt Rat, ich merke das schon. Wenn ich nicht sehe, wie Breedstorm das Gesicht verzieht, dann macht das nur halb so viel Spaß. Ich kann dir ja immer so einen Ton abspielen, der so ähnlich klingt, das ist ungefähr das Gesicht imitiert dann. Für all die Leute da draußen, trotzdem kann es vorkommen, dass wir in dieser Folge uns vom Niveau her natürlich zwischendurch mal an die Cookies annähern. Ich habe mir gedacht, viele machen ja gerne Trinkspiele, wozu wir natürlich nicht zum übermäßigen Alkoholkonsum, wir können natürlich auch Apfelschorle trinken, können wir ein Trinkspiel anbieten, denn immer wenn in dieser Folge folgende Dinge vorkommen sollten: Penis, Breedstorm, das hast du nicht wirklich gesagt, Comic-Cookies vorkommen sollten, dann dürft ihr euch ein Getränk eurer Wahl von Apfelschorle bis vielleicht auch zu alkoholhaltigen Getränken nehmen und eintrinken. Vielleicht mache ich nachher im Schnitt es auch noch so, dass ich immer ein kleines Geräusch einbaue, dann wird es noch nerviger, denn das ist schon die erste Neuerung. Es gibt hier so ein bisschen zwischendurch ein bisschen Trenner, um das so ein bisschen, damit ihr immer sofort wisst, wo ihr seid, aber das werdet ihr dann hören. Wenn ich nicht faul im Schnitt gewesen bin und mir gedacht habe, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß das jetzt einfach so raus. Ich kenne mich. Felis und Bastis Origin Story. Du hast ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber kannst du uns noch mal kurz durchgehen, wie bist du eigentlich zu den Comics gekommen? Da waren Bilder und Bücher und die habe ich gelesen. Ja, so hätte mir das wahrscheinlich auch jemand in Köln erklärt, der mich gerade um 2 Euro angefleht hätte. Hey, Bilder und dann Text und so. Feli, na komm, du wirst ja wohl irgendwo angefangen haben damit, weiß ich nicht, ich bist in die Bücherei gegangen. Ich habe kein einschneidendes Erlebnis. Ich habe Geschichten gelesen, seit ich lesen kann, und irgendwann waren dann halt auch mal zwischendurch diese Ducktail-Dinger dabei und sowas in der Richtung. Und jetzt hat Steffen gerade einen Freudenanfall. Ja, natürlich. Ja, super. und das war's schon. Also du hast auch immer Geschichte. Was war denn so die erste Geschichte, die du gelesen hast? Kannst du dich daran noch erinnern? Du hast ja wenigstens das Gedächtnis. Irgendein Märchenbuch vermutlich. Wahrscheinlich von Astrid Lindgren. Oh, schön, schön. Ja, okay, du hast nicht so eine krasse Geschichte. Bei mir ist es der klassische Nerdweg. Also ich habe angefangen mit Mickey Mouse und Yps, habe mich zuallererst für die Extras interessiert, bin dann von Donald Duck auf die Superhelden-Version von Donald Duck, nämlich Phantomias, bekommen, habe dann die härtere Phantomias-Variante gelesen, habe dann natürlich irgendwann angefangen, Superhelden zu lesen, und irgendwann waren mir auch die Superhelden nicht mehr ganz so nah und bin dann übergegangen, eigentlich alles zu lesen, inklusive Mangas,
inklusive Graphic Novels, alles, was heute so total modern ist. Und dass ich mich nebenher noch für Comics interessiere, das könnt ihr ebenso auf meinem YouTube-Kanal sehen, das ist in dem Fall der Komiker. Wer Lust hat, kann auch gerne mal da vorbeischauen. Da dreht sich alles so um Comic-Themen und ein paar andere Sachen. Und für ein paar andere Sachen, da sind dann der liebe Steffen, macht auch so einen anderen Podcast, aber den muss ich jetzt namentlich nicht hier erwähnen. Da machen Steffen und ich auch noch die Etage 13. Kann ich auch nur empfehlen. Und damit ist jetzt auch der Schleichwerbungsteil vorbei. Juhu! Endlich! Und wir können fast zum Thema kommen, denn die Feli und ich, wir haben uns was ganz Cooles überlegt. Es gibt da draußen ja nicht nur so angesagte Plattformen wie StudiVZ oder MySpace. Nein, da draußen gibt es noch ganz andere Dinge, mit denen man Kontakt halten kann. Und wir haben uns dieses Twitters angenommen und haben dafür uns gedacht, machen wir doch mal einen kleinen Hashtag. Und wie lautet der Hashtag, Feli? Hau ihn raus, hier bei den Comic-Schnuckis. Hashtag Comic-Schnuckis. Yes! Hier bei uns, bei den Comic-Schnuckis. Hashtag Comic-Schnuckis. Ich buchstabiere auch ganz kurz, falls es jemand nicht mitkriegen sollte. COMICSCHNUCKIES. Richtig? Oder hättest du es jetzt nur mit I geschrieben? Nee, das ist schon richtig so. Und das Hashtag-Zeichen, das ist dieses neben dem Ä. Andere Leute benutzen das auch als Nummer, aber bei Twitter heißt das Hashtag. Ach, du meinst die Raute? Sehr gut. Ja, und Hashtag Comic-Schnuckis, schreibt uns an, hat euch diese Folge gefallen? Findet ihr es toll, dass endlich auch mal die Frauen vom Podcast zum Wort kommen? Das wollte ich schon die ganze Zeit gesagt haben. Und, die kommen doch voll oft zum Wort. Oni ruft immer Brüste rein. Und das hätte ich von den Herren eher erwartet, muss ich dazu sagen. Nein, nein, Männer reden über Penisse, Frauen über Brüste. Ich finde, da gibt es auch eine klare Einteilung. Man sollte nur über das reden, womit man Ahnung hat. Deswegen darf ich bei Brüsten auch mitreden. Aber dazu nicht ins Detail. Mhm. Hashtag Comic-Schnuckis. Fragen, Lob, Kritik. Möchtet ihr, dass auch vielleicht die Oni mal in der nächsten Comic-Schnucki der Folge beißt? Dann ist nämlich die Frauenriege von diesem anderen Podcast komplett. Wir würden uns sehr freuen. Schreibt uns einfach unter Hashtag Comic-Schnuckis. Und jetzt haben wir auch oft genug Hashtag Comic-Schnuckis gesagt. Fangen wir doch mal an. Feli, ich habe mir gedacht, bevor ich unser Niveau direkt schon noch weiter senke, fang doch mal mit einer Besprechung von dir an, weil wenn ich mit meiner komme, dann müssen die Leute schon wieder so viel trinken. Was hast denn du Feines mitgebracht? Mach doch mal einen Howl, sagt okay. Man ja heute Neudeutsch. Mach doch mal einen okay. Howl. Dann beginnen wir gleich mit was ganz Freundlichem, was zum Schnucki passt. Johnny is a homicidal maniac. Das müsstest du wahrscheinlich für mich schon buchstabieren. Auch bekannt als Johnny der Serienmörder, aber ich glaube, es ist nur auf Englisch erhältlich. Das ist sehr schnuckihaft, das hast du schön rausgesucht. Ja, vom guten John Vasquez. Mhm. Der ist bekannt für seinen sehr dunklen Humor. In dem Comic geht es halt um Johnny C., auch Nui oder so ähnlich genannt. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. N-N-Y. Okay. N-N-Y. Nui, mhm. Okay, ja. Er ist Massen- und Serienmörder. Eigentlich ist er ein netter Kerl, aber die Leute ärgern ihn einfach zu sehr. Eigentlich ist er, was? Er ist ein Serienmörder? Eigentlich ist er ein netter Kerl, yeah. Die Leute ärgern ihn. Und er ist eigentlich ein netter Kerl, aber die Leute lachen ihn halt einfach oft aus oder verstehen ihn nicht richtig und dann ist er halt gezwungen, sie umzubringen. Außerdem, gezwungen? Außerdem hat er ein Monster in der Wand. Und oh, okay. Das möchte manchmal auch ein paar Blutopfer haben. Und er hat, er hört halt drei Leute in seinem Kopf reden, was dann ein bisschen seine ganzen Problematik erklärt. Das ist schon sehr viel Personal dafür, dass keiner von denen richtig existiert, bis auf den Serienmörder. Ja. Haben die auch verschiedene Namen, die Persönlichkeiten in seinem Kopf? Ja, Duff Boy, Mr. Fuck und Nail Bunny. Was ist das? Also, was haben die denn, also dass die Stimmen im Kopf wahrscheinlich irgendwas zur Handlung beitragen, aber was bringt ihm denn, warum will denn das Gesicht in seiner Wand ein Blutopfer? Es ist kein Gesicht, es ist ein Monster. Entschuldigung, ein Monster in der Wand. Das Monster in der Wand kommt mit der Begründung, dass die Leute, die er als unschuldig ansieht, weil sie noch nicht sich über ihn lustig gemacht haben und oder ähnliches, dass die ihn früher später doch auch enttäuschen werden. Ja, also sehr blutrünstig, sehr makaber. Ja. John Musk halt.
Also ich kenne das Monster aus der Wand immer nur, das ist dann einfach mein Nachbar. Aber zu dem muss ich mal rübergehen, dann kann ich nicht durch die Wand mit ihm sprechen. Aber, der will keine Blutopfer, hoffentlich. Nee. Bei dem reicht manchmal auch kleinere Teile. hast du so eine Szene im Kopf, wo du sagst, ja, das gibt gerade wirklich gut, worum der Comic geht, wo du sagst so, das ist krass? Nicht wirklich. Schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe, das hatte ich mir geliehen. Ja. Das ganze Ding ist einfach sehr düster. Jonan Vasquez hat einen speziellen Stil. Ja. Seine Charaktere sind sehr, sehr dünn und zackig gezeichnet, würde ich sagen. Das spricht mich persönlich an. Ich kann mich mit dünnen Leuten sehr gut identifizieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, danke. warum bringt er denn, also er bringt Leute im Endeffekt nur um, weil sie blöd zu ihm sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil sie ihn verletzen quasi, also Ist er denn neben Serienmörder noch was anderes? Also hauptberuflich? Ist er eher so ein Nebenhobby? Ich glaube, das wird nicht erwähnt, was er ansonsten macht. Also es geht wahrscheinlich viel im Comic darum, wie die anderen Leute sich über ihn lustig machen und wie er sie dann halt umbringt. Ja, und es gibt halt auch einen Nachbarsjungen, mit dem er Kontakt hat. Und es gibt auch ein Mädchen, mit dem er eine Weile befreundet ist. Und um die Beziehung geht es halt auch. Steht da auf die Nachbarin? Nicht das Nachbarskind, nein. Auf die Nachbarin, nicht auf das Nachbarskind. Also bitte. Die ist keine Nachbarin, das ist die arbeitet irgendwo und sie reden halt ein bisschen. Ja, er steht auf sie, aber das geht natürlich auch den Bach runter. Und den Bach runter heißt bei ihm natürlich eher so, weiß ich nicht, blutopfermäßig den Bach runter. Also da willst du natürlich nichts verraten, aber es ist jetzt nur eine Vorstellung, die ich im Kopf habe. Ja, wir wollen natürlich nicht spoilern, aber finde ich schon schön, dass du die Stimmung so nach oben treibst mit so einem schönen schnuckihaften Comic. Das finde ich gut. Wir wollen ja auch für die Kinder draußen was haben. Mhm. das ist aber, ist es ein richtiger Comic oder ist es ein Webcomic? Das ist ein richtiger Comic. Wie viele Webcomic erwähne ich extra, wenn es ein Webcomic ist. Das ist sehr lieb von dir. Wie viele Seiten hat er? Wurde zu einer 7-bändigen Comicserie ausgedehnt. Und die ist auch abgeschlossen. Ja, die ist abgeschlossen. Okay. Ich glaube, da kommt nichts weiteres. Okay, und ohne natürlich das Ende zu verraten, hatte ich rundum, haben die 7 Bände, hast du alle gelesen und das war für dich auch so in Ordnung? Ich glaube, ich habe 2 gelesen oder so, aber das war vollkommen in Ordnung. Okay, also hast du auch das Gefühl gehabt, bei jedem der 2 Bände, dass dann wirklich darauf so, weiß ich nicht, Lustigmacher der Woche, der dann nachher als Blutopfer endet? So wie bei Buffy es früher immer Dämonen zerhacken gibt. War das so ungefähr? Nee, es ist sehr verstörend und surreal. Also Vasquez arbeitet gerne mit sehr surrealen Sachen. Okay. Also wenn man auf dunklen Humor und Surrealität und Geisteskrankheiten steht, dann ist Jonan Vasquez Comic-Ecke gut geeignet. Okay. Wem Invader Zim was sagt, das ist seine Cartoon-Serie, die auf Nickelodeon lief, warum auch immer man ihm eine Kinderserie anvertraut hat. Was? Ja, Invader Zim ist eine Kinderserie. Aber das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, war hoffentlich keine Kinderserie. Nein, aber Invader Zim geht auch schon teilweise, also später sehr ins Surreale und ist eigentlich, es wurde dann abgesetzt. Kannst du mir kurz sagen, worum Invader Zim geht? Also, eine Alienrasse, die andere Planeten erobert und Zim selber ist eigentlich ein ziemlicher Versager, also schicken sie ihn zur Erde, weil die weit weg und momentan uninteressant ist, damit er halt aufhört, ihre Truppen zu behindern, weil das ist eigentlich, was er vorher die ganze Zeit getan hat. Und er landet auf der Erde und er nimmt diesen Auftrag halt super ernst und ist, ja, Special Auftrag, ich bin voll wichtig. Und verkleidet sich dann als Menschenjunge, um die Menschheit zu infiltrieren und rauszufinden, was die Schwächen dieses Planeten sind. Das klingt wie eine Serie für mich. Das gefällt mir, wenn ich das höre. Ja, es ist sehr lustig. Es wird halt zwischendurch ein bisschen düster und ist gerade die späteren Folgen sind dann eigentlich nicht mehr so kindergeeignet. Aber warum haben sie denn auch Jonan Vasquez gefragt, ob er eine Kinderserie macht? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Das wäre so, als würde man den Macher von Dexter, ich fühle mich jetzt gerade bei deiner Beschreibung von dem Comic immer an Dexter erinnert, wenn man Dexter Ariel die Meerjungfrau machen lässt. Da gibt es wahrscheinlich nachher nur Thunfischdosen.
Eieiei, also die erste Empfehlung von der lieben Feli hier bei den Comic-Schnuckis ist, sag ich's nochmal. Johnny the Homicidal Maniac. Genau, oder Johnny der Massenmörder. Mhm. Ich finde, es ist sehr plakativ, damit kann man auf jeden Fall gut Werbung machen für Kinder. Ja, sehr schön, gefällt mir. Ich habe gedacht, ist mir schon ein bisschen düster. Ne? Ich habe gedacht, wenn wir schon Gewalt haben, was verkauft sich noch gut? Natürlich Sex. Sex sells. Leute, das Sex sells, richtig. Und Leute des Trinkspiels werden sich freuen. Ich muss wahrscheinlich einige Begriffe in den Mund nehmen. Tata. Die nicht ganz jugendfrei sind. Denn ich bespreche den neuesten Band von Ralf König. Sagt dir Ralf König was? Das kommt mir bekannt vor, ja. Ja. Ralf König ist vor allem bekannt für seine schwulen Comics. Also größtenteils sind in seinen Comics die Leute schwul und dementsprechend auch Männer. Aber es kommen auch genug heterosexuelle Sachen vor und das wird auch gerne mal miteinander vermischt. Das ist das Tolle. Und darum geht's jetzt auch im neuesten Band von Ralf König. Der heißt nämlich Porn Story. Also Pornogeschichte auf Deutsch. Und worum geht's? Im Endeffekt wird in dem ganzen Band so gezeigt, wie die Geschichte des Pornos ist, aber anhand einer einzigen Familie oder einer einzigen Person, kann man fast sozusagen sagen. Da geht's nämlich von Super 8 auf VHS, auf DVD und dann, sie haben es jetzt einfach mal X-Tube genannt. Ob es diese Seite wirklich gibt, konnte ich noch nicht nachrecherchieren, hatte ich noch nicht genug Zeit. Und wenn, würde ich dann einen Freund fragen. Auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall ist es so, es gibt, die Hauptperson nennt sich, schön deutsch, Eberhard Schlüter, ne? Also Deutscher geht's ja wirklich nicht mehr, der Eberhard Schlüter, der hat als Kind die Super 8 Kassetten seines Vaters sich angucken dürfen und kam sozusagen damit zuallererst in Berührung mit Pornos. Das Schöne ist, die Pornozeichnungen, die da drin vorkommen, also das, was eigentlich Ralf König sonst immer selber macht, also jetzt in seinen ganzen Werken, die er vorher so gerne hat, malt er sehr viele Penisse und sehr viele Männer und zwischendurch auch mal sehr viele Frauen. Bei den Frauen muss man leider immer dazu sagen, die sehen meistens immer etwas hässlicher aus. Was vielleicht darauf hindeuten könnte, dass Ralf König ein bisschen schwul ist und ein bisschen in die Richtung tendiert. Ist er auch. Aber die Pornozeichnungen sind von Maler heißt er, ich weiß gerade den Vornamen nicht mehr. Und die sind so ein bisschen zackiger gezeichnet, sodass man immer unterscheiden kann, okay, das ist jetzt Teil des Films und das ist jetzt Teil der Ralf-König-Realität. Das klingt sehr, sehr gut, sag ich mal. Ich mag ja, sowas, wenn mit Stilen gespielt wird. Ich fand's auch sehr cool, dass es hier ausnahmsweise mal, sonst passiert das nicht, dass da noch ein zweiter Zeichner mit an Bord ist. Und wir verfolgen sozusagen Eberhard Schlüter weiter, weil das Zentralerlebnis dieses Bandes, und da spoilere ich jetzt auch nichts vorweg, ist eine ganz einfache Sache. Ein Freund von Eberhard Schlüter hat Geburtstag. Und die beiden tauschen schon seit Jahren, wie das halt früher so zu VHS-Zeiten wohl üblich war, habe ich jetzt auch nicht mehr so mitbekommen, Pornokassetten miteinander aus. Ich lese mal eines der Titel mal vor, die ich da gesehen habe. Ich muss dazu sagen, gestern habe ich mit einem Kollegen Porno-Ping-Pong gespielt und es gibt wirklich sehr schlimme Pornotitel. Ich weiß nicht, hast du schon mal Porn-Ping-Pong gespielt? Ja, Bekannte von mir haben einen als Uni-Projekt, glaube ich, ein Comicbuch gemacht, in dem sie Pornotitel in lustigen, wortwörtlichen Bildchen dargestellt haben. Also Hasis heiße Höschen und gut. So weiter. Das heißt, du kennst also auch schon die üblichen, verdächtigen, bösen Titel, die man so alle sich gegenseitig vorlesen kann und wer zuerst lacht, hat verloren. Mhm. Hast du schon gemacht? Bestimmt. Wahrscheinlich war ich betrunken und hab's vergessen. Weil, ich meine, wir sind ja explicit und ist es zwar jetzt spontan und steht auch definitiv in meinem Plan drin, wie wär's, wenn wir das auch mal ausprobieren, liebe Feli? Das habe ich nämlich, ich habe natürlich jetzt einen kleinen Vorteil, ich habe das gestern schon mal gespielt, aber du musst bei den Titeln, die du dabei hast, meistens immer lachen. Ich gebe mal eben kurz ein. Die besten Porno-Titel. Die lustigsten, ne? Bist du auch am Jugeln? Ich höre das doch, du bist ja am Eintippen. In der Zeit versuche ich synchron, und jetzt, das ist das Schlimme, Männer können ja kein Multitasking, noch ein bisschen was über Ralf Königs Band zu erzählen. Also es geht eigentlich darum, dass der gute Eberhard Schlüter seinem Kollegen eine Bukake-Orgie als Pornofilm schenkt. Sagt dir was, Bukake?
Ich bin im Anime-Manga-Bereich unterwegs. Danke, ja. Dann muss ich ja gar nichts erklären. Vielleicht solltest du es aber für Zuhörer erklären. Muss ich da... Leute, googelt also. Das bitte nicht, denn es wird jetzt erklärt. Das hätte ich jetzt viel lustiger gefunden, wenn es gegoogelt Es wird jetzt erklärt, ihr müsst das nicht googeln. Hier ist die Sendung mit dem Schnucki. Das ist der Basti. Nein, so fangen wir natürlich nicht an. Ganz einfach, Bukake funktioniert folgendermaßen. Eine Horde Männer ist zusammen nackt im Raum mit einer Frau und diese Frau nimmt sehr viel Eiweiß während dieser ganzen Situation zu sich, denn die Männer spritzen ihr gutes Erbmaterial der Frau gerne mal einfach ins Gesicht. Und das überall anders. Ja, natürlich auch überall anders, das bleibt den Männern überlassen. Ich glaube, viel besser konnte ich jetzt gar nicht erklären. Ja, das war schön. Das war jetzt die romantischste Erklärung, die ich mir gerade im Kopf habe einfallen lassen. Jetzt können die interessierten Leute es auch googeln. Jetzt können die interessierten Leute es auch googeln. Lass mich raten, Männeranteil 99%. 1% würde ich sagen, neugierig. Das absolut versaute Porno-Ping-Pong. Oder soll man so lange machen, wer dreimal lachen muss, hat verloren. Du hast ja einmal hast du jetzt schon gedacht. Das zählt nicht, wir haben ja auch nicht angefangen. Nein. Okay, der vorlesen darf, darf ruhig lachen, aber der es hört, der darf nicht lachen. Okay. Wie soll man es am besten machen? Wir haben gestern gemacht von Alphabet A, der eine fängt mit A und der andere mit Z. Was denkst du? Okay, von mir aus. Okay, was willst du haben? A oder Z? Ist mir wurscht. Okay, dann kriegst du A. Weil ich letztes Mal habe ich A vorgelesen. Dann darfst du mit A anfangen. Okay. 2001 Orgien im Weltraum. Mhm. Zum Löten freigegeben. Den kannte ich schon. Akte okay. Wix. Ja, Zucht der Karibik. Harry Mann's Chest. Okay. Mhm. Al Caporno. Ja, Yellow Sex Machine. Ja, ist auf jeden Fall ein Schwulenporno. Das ist schön, ne? Alarm im Darm, auch ein Schwulenporno. Das ist sehr, sehr... Das war nah dran. Ja, es war nah dran. Ich habe jetzt hier ganz viele X-Titel, die lese ich einfach vor, weil es wäre jetzt blödsinnig, wenn ich jetzt alles mal vorlesen will. Es handelt sich natürlich um eine Parodie auf den Film X-Men. Es heißt XXX-Men, XXX-Men 2, XXX-Men, der letzte Stand wieder... Und XXX-Men Ejakulation. Sehr kreativ. Ja, ich bin ultra begeistert. Also ich weiß nicht, Hasis heiße Höschen fand ich schöner. Das fand ich auch sehr viel schöner. So, wir waren bei mir bei Alice im Ständerland. Das ist doch mal schön, oder? Dazu gibt es, glaube ich, auch eine Comic-Adaption. Das gibt es dazu, okay. Ich habe unter W sind wir jetzt mittlerweile bei Wix-Blumenstrauß. Das war nah dran, aber viel Kontrolle. Ja. Aliens vs. Penetrator. Erwischt. Ja, okay, den nehme ich den ein. Es ist einfach so stumpf. Wunderbare Welt des Schwellsaft. Oh Gott. Ich bin froh, dass du noch eher Empörung dafür findest, als dass du lachen musst. Das macht dich sehr sympathisch. Das war ein bisschen eklig. Ja, das glaube ich dir. Du bist dran. American Fist Story XXX. Das ist sehr kreativ. Ich habe hier einen für dich. Vielleicht kennst du die Kinderserie auch. Das ist eine schöne Kinderserie, okay. Die jetzt kommt. Vicky und die starken Schwängel. Oh. Ja, den nehme ich gerne. Oh Gott. Bei dem musste ich gestern lauthals lachen, weil er sehr unerwartet kam. Ja, du bist dran. American Thick Boxer. Was? Die unkreativ. Ja. Ich habe auch als nächstes Wixman. Ja, okay. Ja, ne, kann man machen. Analdin und die wunde Schlampe. Den kann der ich schon. Der ist so alt, den haben wir uns, glaube ich, schon mit 14 erzählt. Ja, mein Gott, was hast du für eine Jugend gehabt? Eine gute? Na gut, das stimmt allerdings. V for Vagina. Ja. Analgeddon. Mhm. Voll in Arsch, 1 bis 6. Oh, das scheint das Thema zu sein. Anal total. Geht in die Richtung. Ich bin bei U und täglich schmerzt mein Rüssel mir. Ah, da musst du den Film auch erstmal finden, du. Ne? Analstufe Rot. Zählt das Ura? Schon? Ja, komm, sonst dauert das, glaube ich, ewig. Das ist so schlecht. Mhm. U habe ich. Uranus ist huge. Yeah. Yeah.
Also, your anus is huge, ne? Ist klar, naja, naja. Analritter 2, heute wird eingedost. Eingedost finde ich so ein schönes, finde ich so ein schönes Wort. Ja. Eingedost. Eingedost ist total sexy. Bei T. Ach, weißt du, was wir jetzt machen? Wir suchen uns jetzt einfach die Besten raus, bevor wir immer nur die Blöden haben und in den Buchstaben. Ich bin jetzt bei T und dann nehme ich mir raus. Da finde ich gut. The Truman Poe. Hat doch was. Ja, kreativ, aber schon fast zu kreativ. Ja, okay, okay, verstehe. Dann bist du dran. Mhm. Gut, dann nehme ich Bambi im Land der geilen Böcke. Sehr gut. Ich gucke jetzt gerade, aber ich glaube, bei manchen, da wirst du es wahrscheinlich kennen. Ah, hier, pass auf. Bei dem wirst du lachen. Aber wenn ich das sage, dann hältst du dich jetzt extra zurück, damit du mir einen reinwirkst. Ich kenne das. Aber ich lese vor. Schöne Kinderserie, habe ich früher immer geguckt, und zwar, zuhören, Sklave Pupsmuckel und der geile Meister Leder. Oh, das ist widerlich. Oh, das ist widerlich. Oh. Der ist so schlecht. Der ist echt ekelhaft. Okay. Gut. Ja, dann komm, mach du den nächsten. Auch eine schöne Serie. Buffy, die Dildo-Jägerin. Ah, den kannte ich schon. Das ist aber auch, das ist, ob der noch so kreativ ist. Hier ist ein schöner Film. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Stanley Kufix, Cockwork Orange. Kufix wird auch mit Kuh und Fick geschrieben. Also, ne? Ja, hast du gedacht, ne? Oh, der ist schön. Das Besteigen der Lämmer. Den finde ich auch, den finde ich gut. Den finde ich gut. Dann. Was habe ich denn? Oh, jetzt kommt hier überall Star Wars-Gedöne. Den finde ich einfach plump. Popeye, der Puffbesitzer. Sehr direkt. Ja. Das Wunder im Bernd. Den finde ich schön. Den finde ich sogar romantisch. Den würde ich mir, glaube ich, auch angucken. Ja, romantisch, genau. Per Anhalter. Per Anhalter durch den Analfick. Ja, den kannte ich, glaube ich, schon. Ja, okay. Der Pimmel über Berlin. Okay, hast gewonnen. Das finde ich einfach zu dumm. Ja, den fand ich auch. Der ist mir einfach so ins Auge gesprungen. Okay, ich würde sagen, Feli, herzlichen Glückwunsch, bevor wir uns jetzt hier noch mehr ins Doppel-Explicit von iTunes reinbringen. Mhm. Hast du gut gemacht. Du hast wirklich meinen Porno-Geschmack getroffen. Wunderbar. Dann weiß ich, was ich dir zum Geburtstag schenken kann. Sehr poetisch. Kommen wir zur Poesie zurück. Wir waren ja bei Pornos, zum Glück. Das passt ja auch zum Thema. Gut, dass wir es jetzt so spontan einstreuen konnten. Ralf König hat Porn-Story geschrieben. Es geht um Eberhard Schlüter, hatte ich ja vorhin gesagt. Und was gibt es kurz noch über diesen Comic zu sagen? Super, kann ich nur jedem empfehlen, weil das Tolle an Ralf König ist einfach, der bringt so zwischenmenschliche Beziehungen von heterosexuellen und von homosexuellen Pärchen, aber auch Singles, einfach auf den Punkt. Muss man einfach mal so sagen. Und auch wenn es hier um ein ziemlich heikles Thema geht und es nachher zu lustigen Verwechslungen kommt, einer von denen, der im Porno mitgespielt hat, zum Beispiel ein lustiges Tattoo über seinem Penis. Und das findet dann wiederum eine andere Frau wieder, dieses im Fernsehen wieder, als sie den Porno mal kurz anguckt. Und es gibt dann so lustige Verwicklungen. Ich kann auf jeden Fall diesen wie immer nur empfehlen, denn es geht bei Ralf König neben dem all dem Gepimpere einfach auch um zwischenmenschliche Beziehungen. Zu den Zeichen muss ich eigentlich nicht viel sagen. Das ist wie immer Knollennasenmenschen mit unterschiedlichen Penislängen. Mhm. Das ist wichtig. Daran erkennt man manchmal im nackten Zustand die Männer. Du wirst sehr viele Geräusche einspielen müssen. Ja, ich glaube, ich lasse das mit den Geräuschen mal weg. Es ist mir jetzt schon zu anstrengend, wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich ein Geräusch einspielen muss. Und das wäre es auch dann schon zu Pornstory von Ralf König. Also wir beide, das war unser Comic-Schnucki-Part zum Thema Sex und Gewalt. Ich glaube, das haben wir gut hingekriegt. Mhm. Und, das war der Ab-18-Part. Jetzt geht wieder handzahmer los. Ich hoffe doch. Wir heißen ja die Comic-Schnuckis und nicht die Hardcore-Schnuckis. Können wir uns aber jetzt auch nach der kleinen Spielerei auch nennen. Aber kommen wir noch mal zu einer schönen Rubrik, die nennt sich da Frage nach dem Hammer. Die Frage nach dem Hammer. Feli, bevor du anfängst, mir mit irgendwas auf den Kopf rumzuhauen, weil die Frage nach dem Hammer einen Hammer beinhaltet, habe ich mir gedacht, ich erkläre dir mal kurz, worum es geht. Das ist aber nett.
Das ist nett. Bei der Frage nach dem Hammer, da frage ich dich natürlich einfach mal ganz spontan geschauspielt, als hätten wir in der Vorbesprechung nicht drüber gesprochen. Hast du zufällig Age of Ultron von den Avengers gesehen? Ja, im Kino. Nein, und wie fandest du ihn? Der war gar nicht so schlecht. Super, kennst du noch die Szene mit dem Hammer? Natürlich, wer kennt die nicht? Wow, Sally, Feli. Es ist einfach so, dass ich mir gedacht habe, es gibt so viele Nerdfragen in der Welt, die sich um bestimmte Themen drehen. Wie zum Beispiel, wenn ein Aufzug Thors Hammer hochfährt, ist der Aufzug dann würdig? Weil das eine wichtige Frage war in Age of Ultron. Und ich habe mir einfach gedacht, ich habe jetzt noch nicht so viele schöne Nerdfragen gefunden. Vielleicht hat die Feli spontan auch noch eine im Kopf, dazu kommen wir gleich. Aber ich habe für uns aus Recherchezwecken mal zum Thema Comics mal in Google, man kriegt da ja immer so kleine nette Vorschläge, mal was gegoogelt zu dem Thema und habe mich gefragt, wenn ich eingebe, warum kann Superman, was ist die erste Frage, die gestellt wird? Die erste Frage, die gestellt wird, ist, warum kann Superman fliegen? Feli, warum kann Superman fliegen? Weil er super... Superhelden sind nicht mein Genre. Das, ich weiß, deswegen beantworte ich dir netterweise die Frage, damit du einen kleinen Vorteil hast. Superman kann fliegen, also es werden jetzt wieder 8 Millionen Leute kommen, die sagen, es ist anders, aber letztlich, das ist das, was ich mir im Kopf behalten habe, durch die Kraft der Sonne wird kriegt Superman sozusagen wie eine Duracell-Hase, klong, 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 kriegt er sozusagen seine Akkus aufgeladen und kann rumfliegen. Und deswegen kann Superman letztlich auch fliegen. Und die Antwort von Feli ist gar nicht so schlecht. Superman kann fliegen, weil er super ist. Weil alle Menschen, die super sind, sollten fliegen können. Ne? Dann könnten wir natürlich auch fliegen. Und dann habe ich mir gedacht, ich kenne ja noch einen anderen supergroßen Superhelden oder Helden. Das ist natürlich Batman. Deswegen habe ich gefragt, warum kann Batman? Und bei Batman kam genau dieselbe Frage. Warum kann Batman fliegen? Feli, Superhelden sind nicht dein Geschäft, aber warum kann Batman fliegen? Weil er super reich ist. Ja, richtig! Und ich habe mir die Antwort mal durchgelesen. Ich glaube, die kam in dem Fall aus dem Comic-Forum. Da stand, warum kann Batman fliegen? Und die Antwort war von einem User, weil er ein dicker, fetter Bonze ist, der genug Geld hat, sich Privatjets zu kaufen. Und da habe ich gedacht, super Antwort. Ungefähr deine Antwort, nur noch ein bisschen sympathischer formuliert. Ja, er fliegt ja auch nicht richtig, er gleitet normalerweise nur. Richtig. Er gleitet. Warum kann Batman gleiten? Da kommt auch wieder nur Scheiße. Weil Leute nicht zwischen gleiten und fliegen unterscheiden können. Das ist. Ne? Na, schlimm, oder? Ja. Könnte ich mich auch die ganze Zeit drüber aufregen. Hast du eine Frage, die du noch bei die Frage nach dem Hammer im Kopf hättest? Nein. Okay, dann dient die Kategorie nur dazu, wenn es laut dem Publikumsantrag, den wir jetzt schon haben, weil im Moment hören wenigstens 2 Leute diese Folge, nämlich die, die sie aufnehmen. Wenn es da noch mehr Leute geben sollte, die sich das hier antun, dann schreibt uns doch bitte unter dem Hashtag Comic-Schnuckis eure Nerdfragen und wir beantworten sie hier live in der Sendung, also live, nachdem wir es aufgenommen haben. Live und sofort. Live und sofort. Ihr könnt uns unter den Comic-Schnuckis auch immer schreiben, unter dem Hashtag Comic-Schnuckis. Die Feli und ich sind 24 Stunden mit unserem Kundensupport online. auf jeden Fall schickt uns da Fragen hin. Wir versuchen, die schönsten Fragen hier einzubauen. Und wenn überhaupt keine Frage kommt, dann muss ich mir für nächstes Mal wahrscheinlich wirklich recherchieren. Scheiße. Es war die Frage nach dem Hammer. Und ich bedenke mal, Feli, warum schmeißt du nicht einfach den nächsten Comic rein, den du mitgebracht hast? Mach doch mal dein Tütchen auf und haul mal weiter. Okay, Comic oder Manga? Kannst du überlegen. Kannst du Comic oder Manga? Ich bin da relativ offen. Also, wenn du natürlich jetzt Breedstorm oder Stephanie sitzen würde und du würdest Manga sagen, hätte ich dir jetzt noch gesagt, deswegen kannst du entscheiden, was du machen willst. Dann nehme ich mal ein Manga zur Abwechslung. Nein, Steffen freut sich da immer, weil er keine Ahnung hat und dann mal die Klappe halten kann. Ja, und dann immer so guckt, Tentakeln? Fusionieren? Inzest? Aber hau raus, dann gib uns deinen Manga. Mein Manga heute wäre Nana von der Zeichnerin Ayazawa. Mhm. Erschienen in Deutschland beim, oder in England, also erschienen beim Egmont Manga und Anime Verlag. Ja. Mhm. Bei Nana geht es um 2 junge Frauen, die sich im Zug begegnen. Sie sind beide unterwegs nach Tokio. Und sie reden halt miteinander, sitzen nebeneinander, verstehen sich ganz gut, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Und es stellt sich dann bei dem Gespräch raus, dass sie beide Nana mit Vornamen heißen. Oh, okay.
Aber Nana steht nicht für Großmutter, ne? Weil Nana habe ich im Kopf ein Wort für Großmutter. Okay. Nicht und wie geht's dann weiter? Also sie finden beide raus, sie heißen beide Nana. Ja, sie heißen beide Nana, sie unterhalten sich halt im Zug, aber tauschen nicht wirklich irgendwas aus. Und okay. Sie treffen sich dann aber wieder, weil sie nämlich dieselbe Wohnung anschauen, die sie mieten wollen. Okay. Und eigentlich können sich beide die Wohnung nicht einzeln leisten. Also beschließen sie, die Wohnung zusammen zu mieten. Weil sie kennen sich ja schon, sie haben sich doch voll gut verstanden. Und ja, und dann beginnt halt die Geschichte von den beiden mit ihren jeweiligen recht komplizierten Beziehungen. Die eine Nana ist halt eigentlich nach Tokio, um zu ihrem Freund, der dort studiert, zu gehen. Ja. Und hat sich gar keinen richtigen Plan gemacht. Sie ist sehr naiv. Und okay. Eigentlich war das so, Romantik, Liebe, bei ihm wohnen. Aber das läuft dann gar nicht so. Und sie beschließt sich, eine eigene Wohnung zu suchen, damit sie ihm halt nicht so auf der Pelle hängt und sich einen Job zu suchen. Und die andere ist in einer Band und will endlich einen Durchbruch haben mit der Band. Ihr Freund ist nämlich vor einem Jahr oder so nach Tokio gegangen mit einer anderen Band, die ihn abgeworben hat. Und relativ erfolgreich. Und sie will halt auf dasselbe Niveau kommen wie er, bevor sie wieder mit ihm zusammen sein kann, weil sie sagt, sie will nicht bekannt werden als die Freundin von jemandem, der bekannt ist, sondern sie will selber Erfolg haben. Das ist eine gute Einstellung. Ja, und die wohnen dann halt zusammen. Es ist viel Chaos. Das wird dann auch irgendwann recht dramatisch, sag ich mal. Okay. Ich habe eine wichtige Frage. Ja. Es tut mir leid, dass ich die Frage stellen muss. Aber wenn beide zusammengezogen sind, ne, steht dann auf dem Klingelschild na 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 na. Nein, weil das ihre Vornamen sind. Tut mir leid, ich war die ganze Zeit in meinem Kopf gewesen. Also sind das zu viele Nanas. Okay. Oh, ist der schlecht. Ja, danke, ich hab's verstanden. Aber es war die ganze Zeit. Weißt du, das ist wie so ein Pickel, den man ausdrücken muss. Man muss ihn auch einfach drücken. Was ist das denn für eine Richtung von Manga? Ich wollte gerade Nana sagen. Was ist das denn für eine Richtung von Manga? Also ist das so eine, wo es wirklich nur um Beziehungen geht? Oder wird es noch übernatürlich, weil die ja beide Nana heißen? Nee, es wird nicht übernatürlich. Also es ist völlig, es ist ganz normaler Alltag. Es wird nicht übernatürlich. Es geht primär um die Beziehung der ganzen Leute untereinander. Also nicht nur die Beziehung der beiden Mädchen, sondern auch halt von den Bandmitgliedern und so weiter, um die Freundschaften. Okay. Das heißt, es ist so wirklich, dass das Zwischenmenschliche so im Vordergrund steht. Was ist denn das größte Problem von den beiden Nanas? Das ist eigentlich sind sie große Problemzonen. Wie gesagt, die eine ist nach Tokio gegangen ohne einen richtigen Plan von wegen, ja, ich will zu meinem Freund, und die andere halt, ich werde berühmt mit meiner Band. Und okay. Treffen sich denn die beiden sozusagen, also im Endeffekt treffen sich Probleme immer dann, wenn sie wahrscheinlich, weil sie die gleiche Wohnung haben, ne? Und helfen sie haben, die sich dann auch gegenseitig irgendwie? Sie haben untereinander gar nicht so viele Probleme, außer dass sie vielleicht zu wenig miteinander reden oder es ist schwer zu sagen. Okay. Steuert der Manga irgendwo hin, dass man sagen kann, okay, das wird da immer dramatischer? Ich glaube, er ist noch nicht abgeschlossen. Okay. Aber es wird immer dramatischer mit der Zeit. Es kommt dann auch eine Schwangerschaft später vor, was dann ab dem Punkt wird es sehr ernst. Also anfangs ist es noch relativ leicht fröhlich, klar mit ein paar Beziehungsproblemen. Wie gesagt, das eine Mädchen hat halt die Probleme, dass das mit ihrem Freund zusammenziehen gar nicht so super funktioniert, wie sie sich das gedacht hat. Weswegen sie dann ja die Mietwohnung sich sucht mit der anderen zusammen. Und es wird dann etwas dramatischer und ernster später. Okay. Ich finde es schön, dass es, weil man ja gerne, wenn man von Manga spricht, immer so direkt die Tentakeln oder auch eher so die krasseren Sachen im Kopf hat, die voll mega Fantasy-Sachen. Ich finde es schön, dass es bei Mangas auch sowas gibt. Also vor allem, ich weiß nicht, ob im Podcast jetzt, in diesem anderen Konkurrenz-Podcast, ich glaube, da waren es ja eher so die etwas freakigeren Mangas, aber das ist dann halt auch so, das gibt's ja in jedem Bereich. Das gibt's ja bei den Comics genauso, das gibt's ja auch bei den Graphic Novels, dass auch bei den Mangas sozusagen sowas Erdgebundenes geht, wo es halt auch um Beziehungen geht. Ich meine, bei dem Ralf König, den ich vorgestellt habe, das passte gerade so gut. Der hat ja zwar dieses
krasse Thema Porno. Ich muss mal kurz lachen, weil ich Porno gesagt habe oder Penis. Aber ich find's krass. Also es würde mich jetzt zum Beispiel schon wieder direkt ansprechen, weil ich mag auch so die leiseren Töne. Es gibt sehr viele gute, das Genre nennt sich Slice of Life. Okay, das kann ich. Und das ist, da gibt es sehr viele gute Mangas und Animes, oft auch irgendwie so Schuldinger mit, wo es nur um die Freundschaften geht zwischen den Mädchen, die halt irgendwie in einem Club zusammen sind und versuchen, dass der Club läuft und dann Streit untereinander haben und sich irgendwie miteinander klarkommen müssen. Es gibt sehr viele schöne Sachen, die wirklich nur um Zwischenmenschen, noch nicht mal um Romantik gehen, sondern auch wirklich nur um Freundschaften. Das finde ich toll, weil auch da sind, wenn der Autor muss sich natürlich dann im zwischenmenschlichen Bereich gut auskennen, bin ich der Meinung. Und wenn es dann funktioniert, bei mir ist halt Ralf König, es gibt auch, wie du schon sagst, Mangas in die Richtung, die da gut funktionieren, dann finde ich das immer super spannend. Es gibt, ich weiß, du kennst mit Superhelden jetzt nicht so gut aus, aber es gibt eine sehr schöne Episode, wo ich bei einem Superhelden-Comic gedacht habe, wow, also der Autor ist Scott McCloud, das ist auch mein Lieblingsautor, muss ich direkt dazu sagen, der hat einen Superhelden erschaffen, der heißt Zod, ich glaube, Oni sagt, würde der auf jeden Fall was sagen, weil der hat auch Destroy gemacht, den gibt's auch von dem, aber bei Zod ist es so, es gibt eine Parallelwelt, da ist alles viel toller und es gibt die Realität und in der sie wohnt, wo alles wirklich auch realistisch ist wie in unserer Welt und beide verlieben sich so ein bisschen miteinander und da geht's um das Thema, gut, es geht wieder um das Thema Sex, sage ich jetzt einfach direkt so, aber es geht nicht darum, dass die beiden miteinander schlafen oder sonst was, sondern er aus dieser tollen Realitätswelt hat keine Ahnung, wie man überhaupt sozusagen zu sowas macht. Also er hat halt eher sowas in die Richtung, ja, man macht das mal, sonst irgendwas. Und dann geht's um diese, er hat die Frage einfach so mitten in den Raum geworfen, ja, sollen wir jetzt miteinander schlafen? Wirklich so ganz plump männlich. Noch plumper, als man sich das vorstellen kann. Und dann wird die typischen 24 Seiten einer Folge dieses Superhelden, wird damit ausgefüllt, dass die beiden nebeneinander sitzen und darüber reden. Und man auch immer diese tolle, feinen Launen dazwischen so ein bisschen merkt. Dieses, sie ist beschämt, er weiß nicht, was er da gesagt hat und sonst was. Super gut gemacht, müsste ich dir mal geben, weil das ist richtig toll. Mhm. Also, das ist so klingt, Art, das ich klingt denke, lustig, so, ja. Sowas mag ich. So, ja. Wo es einfach mal anders angegangen wird und wo über irgendwelche Sachen geredet wird und man mitkriegt die feinen Nuancen. Mann, jetzt denkt man wahrscheinlich schon wieder, ich mache wieder immer nur Sex-Themen im Comic, aber das stimmt nicht so. Ich muss mich da jetzt mal rausretten. Hab mir gedacht, ich gehe auch mal in die Manga-Richtung. Ich wollte eigentlich gerade was anderes vorstellen, aber ich habe gedacht, das passt gerade so dazu. Ist auch im Gegensatz zu deinen leiseren Tönen, die du jetzt in deinem Manga gehabt hast, bisschen lauter, aber spielt ein bisschen auch mit dem Manga an sich. Und zwar habe ich mir geholt Opus von Satoshi Kon. Ich war in Berlin, ich glaube vorgestern war ich in Berlin, da war ich kurz in dem Comicladen Grober Unfug, schöne Grüße nochmal, der hat den Band gesehen und meinte so, oh, da musst du auch den zweiten zu kaufen, weil der ist in zwei Bänden abgeschlossen. Es geht darum, dass der Manga-Zeichner Shikara Nagai schon seit 10 Jahren einen Manga namens Resonanz zeichnet und immer wieder in diesem Termindruck ist und irgendwann gibt's mal eine Situation, an dem sitzt er an seinem Schreibtisch und wird in die Welt seines eigenen Mangas hineingezogen. Sehr cool gemacht und dann trifft er halt sozusagen auf die Hauptperson aus Resonanz und einer der anderen Hauptpersonen, Rin heißt sie, glaube ich, die hat wiederum eine Zeichnung gestohlen. Aber der hat die Zeichnung halt aus dem Kopf des Comic, aus dem Manga-Zeichner rausgestohlen, sodass er diese nicht mehr zeichnen kann. Er muss sie also auch zurückhaben. Und darüber entspickelt sich dann so ein Konflikt, der wirklich davon handelt, ja, wie gehe ich als Autor mit meinen Figuren um? Was mache ich? Was ist, wenn meine Figuren auf einmal mit mir reden können und Ansprüche an mich stellen können? Wie kriege ich das alles gebacken? Wie kann ich, weil er ja ein dramatischer Manga, also dieser Resonanzmanga, den er selber zeichnet, den er reinfällt, ist ein Action-Manga. Da geht es im Endeffekt darum, dass ein Superschurke namens Die Maske sich in andere Leute verwandeln kann und versucht auch zu manipulieren und jeder von denen hat so ein bisschen telepathische Fähigkeiten und der Manga-Zeichner wird natürlich direkt ins kalte Wasser geworfen. Ist sehr spannend, ich habe mir nur ein Band davon gekauft und das Wichtigste ist, wenn ich mir etwas kaufe und es weiterempfehlen würde, ist mir immer wichtig zu sagen, ihr müsst euch den zweiten Band kaufen, weil ich müsste jetzt auch den zweiten Band haben wollen. Ich will nämlich wissen unbedingt, wie es zu Ende geht, weil er hört nämlich mittendrin auf. Hetzte mal, aber ich habe mich immer nicht getraut. Ne? Ich habe gedacht, komm, wenn er dir nicht gefällt. Aber leider hatte der Mensch aus dem groben Unfug recht und
Opus, kann ich jedem nur empfehlen. Sehr toll. Comic-Stil ist nicht so cartoonig, dass es diese übertriebenen Gesichtsmimik mit drin hat. Das kommt manchmal so in Anklängen ein bisschen mit dabei. Aber ansonsten eigentlich relativ realistisch. Für das Thema natürlich. Irgendwann wird es sehr fantastisch, aber von den Strichen und sowas ist es schon eher. Die Gesichter sehen sehr. Genau, gehen so in die Richtung, aber trotzdem immer noch so cartoonig, dass man jetzt nicht sagen könnte. Ja, es sind nicht die Monsteraugen, es ist halt Anime-Stil oder Manga-Stil, aber nicht ja. Sailor Moon. Genau, also ne, nicht so diese, also nee, Monsteraugen haben die gar nicht. Ja, das meine ich ja. Nicht Sailor Moon, sondern sehr angenehm. Eine der Frauen hat halt zwar Riesenaugen, aber das passt dann auch zu dem Charakter dann irgendwie. Ne? Gut. Das war's von Opus und da haben wir dann jetzt auch ein bisschen was aus dem Manga-Bereich hier bei unseren Comic-Schnuckis rausgeholt und wir kommen damit auch schon zu einer sehr schönen Sache, auf die habe ich mich schon, seitdem wir den Podcast machen wollten, von dem noch keiner was weiß, habe ich mich sehr drauf gefreut, weil das eine kleine Aufgabe für uns beide ist. Und die Kategorie heißt hier nur noch 60 Sekunden. In 60 Sekunden und ist ganz doll böse, weil, wir kennen das nicht, jeder hat diesen einen Comic, bei dem schwätzt der eine circa 10 Minuten am Stück, wie toll der ist und der andere hat ihn vielleicht gar nicht gelesen und ach, das dauert alles so lange, man will ihn fast nur noch lesen, weil man so genervt ist, weil der andere in so einem Eifer drin ist, dass er sagt, das ist so schön, das ist so toll, das musst du unbedingt lesen. Und ich habe mir gedacht, warum verkürzen wir die Zeit nicht einfach mal? Und versuchen jetzt uns gegenseitig, also die Feli mir und ich der Feli, wie zwei Verkäufer innerhalb von 60 Sekunden einen sehr guten Comic, Manga, Graphic Novel gegenseitig zu empfehlen. Und da ich die Aufgabe dir vorhin erst gegeben habe, bin ich so fair und sag, ich fange von mir jetzt auch gerne an. Kannst du ein Zeitmessungsgerät, vielleicht dein Handy, mal die Stoppuhr aktivieren und so einstellen, dass du siehst, wenn 60 Sekunden vorbei sind? Handy. Einen Moment. Zeitmessungsgerät. Also, ich sage extra, bevor die 60 Sekunden noch nicht angefangen haben, den Titel, den sage ich erst, wenn die 60 Sekunden anfangen, wenn die Feli sagt Start, dann habe ich 60 Sekunden Zeit, alles über diesen Comic, den ich gerade in meiner Hand halte, zitternd vor Eifer, dass ich in 60 Sekunden alles reinbringe, was mir wichtig ist, rauszubringen, werde ich dann damit anfangen, wenn die Feli das Startzeichen gibt. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, ich habe hier mitgebracht nämlich Alan Forney mit dem Titel Meine Tassen im Schrank. Worum geht's? Es ist ein autobiografischer Comic, der handelt von der besagten Alan Forney logischerweise. Die ist ganz lustig, die ist auch sehr jung, die ist eine Zeichnerin, aber die hat ein Problem. Sie hat nämlich, ist bipolar gestört. Das heißt, sie hat nichts anderes, sie schwebt zwischen den beiden Polen. Ich bin manisch auf der Höhe, ich freue mich total, ich bin super drauf und auf der anderen Seite manisch depressiv, ich fall fast in ein Loch. Das wird in diesem Band sehr gut dargestellt. Es ist sehr textlastig zwar, aber die beiden Phasen der manischen Euphorie, in der sie wirklich auch anfängt, irgendwo nackt sich fotoshooten zu lassen und dieses in sich gekehrt sein, wenn man depressiv ist, bringt sie richtig gut rüber. Und es bringt einem vor allem auch zu nachdenken, weil sie versucht auch den Spagat zwischen, bin ich überhaupt ein Künstler, wenn ich leide? Sind die Depressionen eigentlich dafür verantwortlich, dass ich so kreativ bin? Bin ich überhaupt erst Künstler, dadurch, dass ich diesen Schmerz durch Depression und Euphorie rauskriege, erst wirklich Künstler? Und diese Fragen, die sind mit dem Untertitel Depression, Michelangelo und ich, gut abgedeckt. Das waren 60 Sekunden. Was? Ich hab mich voll... Das ist meine ich. Ich würde gerne noch... Ach, scheiße. Das waren 60 Sekunden. Toll. Gut abgedeckt, hast du eigentlich schon gar nicht mehr gesagt. Ja, ist gut. Also du kannst dir jetzt überlegen, ob dir das gefallen hat, was ich jetzt wirklich in meinem Redeschwall durchgeboxt habe. Ich werde mal eben meine Stoppuhr einstellen. Und dann darf die da liebe Feli einen Liebling aus ihrer Sammlung vorstellen. Okay. Ich gucke auch, dass ich den Ton anbehalte. Ich hoffe, der macht Ton. Ansonsten sage ich dir auf jeden Fall mit einem dezenten Stopp Bescheid. Sag, wenn du bereit bist. Stimme schon. Noch ein Wässerchen? Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Bei mir geht's um den Webcomic Monster Pals. Monster Pals geht um eine Gruppe Kinder, die von Geistern
angefallen wurden, wodurch Körperteile von ihnen außerhalb ihres Körpers jetzt als Monster existieren. Der Hauptcharakter, ihr Herz wurde in ein großes Herzmonster verwandelt, ihre Freundin hat ihre Haare verloren, die jetzt ein großes Haarmonster sind, etc. Das Ganze ist von einer Regierungsverschwörungsabteilung ins Leben gerufen worden, die jetzt versuchen, die Kinder einzufangen, um das näher zu erforschen. Und das ist sehr putzig, abenteuerlich, obwohl es zwischendurch einen düsteren Klang hat. Steigt es dann doch immer wieder hoch in so eine Abenteuergeschichte, die auch für Kinder geeignet wäre oder für Jugendliche, sage ich mal. Und mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, weil ich zu schnell geredet habe. Du hast 5 Sekunden. Es ist cool. Und stopp. Sehr schön, sehr schön. Also ich würde es mir auf jeden Fall antun. was du da gesagt hast, hast du auch wirklich sehr schnell durchgerechnet. Also wir müssen ja jetzt nicht mehr drüber sprechen, dürfen wir auch gar nicht, weil diese 60 Sekunden sollen dafür ausreichen. Ihr dürft nämlich mitmachen. Wir sind ja total interactive hier, total crazy drauf, wir sind ja die Schnuckis. Oh, bitte tu das nicht. Was denn? Dass wir crazy und interactive drauf sind, zu Jugendslang sagen. Von vor 20 Jahren benutzen. Ich bin 30, ich muss mich doch irgendwann mal an meine Jugend zurückerinnern. Das ist alles grün und Knorke, voll Knorke, was genau, ich wollte voll richtig, sagen. Voll Knorke, sehr gut. Selbes Wort gefällt mir. Das ist generationsübergreifend. Knorke ist alles. Ihr dürft mitmachen. Ihr dürft entscheiden, wer hat hier seinen Comic besser dargestellt. Denkt ihr euch, boah, Basti hat wirklich einen theoretischen Vortrag in der Uni gehalten, ich bin fast eingeschlafen, oder hat die Fede gerade gerappt und ich habe nichts verstanden? ihr dürft entscheiden, wer hat seinen Comic besser verkauft. Würdet ihr lieber meinen Comic haben, dann dürft ihr an das Hashtag Schnucki B schreiben. Schnucki großes B ist für mich. Da dürft ihr dann schreiben, hey, ich will das Basti Schnucki mit seinem IE Comic hinten. Genau, Schnucki mit IE. Nicht vergessen, wir sind die Comic-Schnuckis und nicht die, wie würde man mit I aussprechen, Comic-Schnuckis? Nein, ich habe keine Ahnung. Okay, alles klar. Schnucki B. Und wenn ihr Felis Comic favorisiert und ihre Art, das in 60 Sekunden runter zu rappen, dann schreibt ihr natürlich an Schnucki großes F. Also Schnucki F mit IE natürlich. Schreibt mal, wer von euch hat den anderen besser gefunden, wer würde jetzt den Comic kaufen? Wir würden bis zur nächsten, vielleicht existierenden Folge dann gucken, ob wir das auswerten können. Wir würden uns freuen, wer hat das besser gemacht. Ich darf dir sagen, Feli, ich würde deinen Comic auf jeden Fall lesen. Das hast du sehr schön gemacht. Ich würde deinen auch lesen. Danke, das sagst du doch jetzt nur aus Mitte. Ja, das waren 60 Sekunden für unser Lieblingswerk. Und damit kommen wir auch schon, würde ich sagen, zu einer. Ja, wir haben ja ein bisschen noch was in unseren Tütchen drin. Und ich habe gedacht, nachdem wir ja vorher wirklich sehr ein bisschen philosophisch geworden sind, komme ich doch jetzt mal zu was Trashigen. Ich habe noch was Trashiges dabei. Und zwar würde ich gerne mit dir über Captain Berlin sprechen. Ach, du Schande. Ja. Und wenn wir so tief sinken, dann habe ich da auch noch was. Aber mach schon mal. Das freut mich schon mal. Also, dir sagt auch Captain Berlin was? Nein. Gut, aber schön, dass du Ach du Schande gesagt hast. Das freut mich. Das ist wahrscheinlich klingt auch die wie Empörung. Captain America oder Captain Planet mit Berlin, also Ach du Schande. Richtig, also man weiß auch nicht so ganz, ob dieser Trash ungefähr jetzt, also ich glaube, es gibt eine Fangemeinde, die sowas auf sowas steht. Worum geht's bei Captain Berlin? Das ist wohl von Jörg Buttgereit, der ist wohl eher so undergroundig angelegt und es kommt von dem tollen Verlag Weißblech Comics, die gerne mal Blech-Comics rausbringen. Ich will es mal positiv formulieren, aber wirklich so, dass man sagt, trashig, also da gibt es viel mit Monstern, viel mit Adventure, viele Möpse, viele Männer mit stahlharten Muskeln. Ich meine natürlich die Hunde, natürlich. Mhm. Und hier in dem Fall geht es um 2 Geschichten in diesem wirklich kurzen kleinen Band. Das Ding hat, glaube ich, gefühlte, weiß ich nicht, 30 Seiten oder sowas, irgendwie sowas in die Richtung. Ist auch schon die 3. Auflage, lese ich gerade. Also es ist wohl schon viel früher mal rausgekommen. Und es geht einmal darum, Captain Berlin vs. Hitler in Operation Untergang. Yay. Das ist die erste Geschichte. Also er trifft da auf einen, naja, mehr oder minder bekannten Diktator. Und bei dem anderen geht es um ein Monster. Eigentlich hätte man auch bei dem anderen jetzt Monster sagen können, fällt mir gerade auf. Der trifft nämlich Captain Berlin auf Fukuda. Das ist nämlich die Bestie, die in Fukushima entstanden ist, durch die Atomexplosion. Ich gebe mal kurz durch, worum es geht. Also,
bei Captain Berlin versus Hitler ist es wirklich so, also die Geschichte ist sehr, sehr kurz. Es geht darum, dass Captain Berlin natürlich versucht, Hitler zu töten, da aber leider zum gleichen Zeitpunkt auch noch Stauffenberg seinen Koffer hinterlassen hat. Kann es sein, dass es schwierig wird, diese Aktion durchzuführen. Und das ist im Endeffekt alles. Es sind halt sehr, 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 sehr plumpe, trashige Dialoge. Also Hitler spricht natürlich total laut, auch in Frakturschrift, in dieser vorsinnflutlichen alten Schrift. Und Captain Berlin ist wirklich so, wie man sich vorstellen kann. Er ist halt, hat ein gelbes Kostüm, hat rote Hotpants an, ein rotes Cape, eine rote Maske und kommt reingeflogen in die Szenerie und sagt sowas wie, halt Adolf! Und dann sagt Hitler, Captain Berlin, es gibt dich also wirklich! Und so in dem Ton geht's auch die ganze Zeit weiter. Er sagt sein Handlanger sagt er, packt ihn, packt diesen elenden Vaterlandsverräter und steht hier nicht rum wie die Ölgötzen. Das heißt, er schickt auch noch seine ganze Kompanie auf Captain Berlin und die hat natürlich irgendeinen mega geilen, super tollen Phaser, mit denen er alle ausnocken kann und schließlich steht der Hitler gegenüber und naja, wie sich dann Captain Hitler letztlich die fusionieren und dann steht Captain Hitler. Die fusionieren, richtig. Wie sich Captain Berlin zum Schluss entscheidet, das müsst ihr dann in dem Band nachlesen. Und im anderen ist es so, dass es heißt wirklich, Fukuda ist dadurch, dass in Fukushima ein Kraftwerk vor 2011 hochgegangen ist, ist dort das Sushi infiziert worden mit Radioaktivität. Und irgendjemand hat in einer hippen Berliner Hipster-Sushi-Bar Sushi gegessen und hat sich in ein riesiges Fukushima-Monster verwandelt. Und Captain Berlin muss also als kleiner Mensch dagegen angehen und kommt auf eine super tolle Idee. Ach komm, ich spoiler einfach, ist mir jetzt scheißegal. Er isst einfach auch radioaktiven Sushi, wird dadurch auch riesengroß und ein Monster und kämpft einfach als riesengroßes Monster gegen das andere Monster. Problem ist, als das Monster tot ist, ist Captain Berlin genauso groß wie das Monster und fragt sich, wie werde ich wieder klein? Und das ist Trash, aber das ist wie mit Filmen, wenn man sich einen schlechten Horrorfilm anguckt oder überhaupt schlechte Komödien. Man denkt sich so, eigentlich will ich damit meine Lebenszeit nicht verschwenden, aber manchmal brauchst du das einfach. Und ich habe mir den gekauft und habe gedacht so, manchmal braucht es auch solchen Comic, um andere wieder wertzuschätzen. Ganz ehrlich. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Ich würde mir den holen. Ich würde mir auch die zweite Ausgabe holen. Weil ich den einfach so. Also vom Preis her, er ist schon schön aufgemacht. Er ist jetzt kein Hardcover, er ist Softcover. Er riecht voll geil. Er riecht voll nach gutem neuen Heft. Bin ja so ein bisschen fettig. Ja. Ja, und kostet aber knackige 5 Euro. Ist also schon, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie viel Superheldenhefte man kostet. Ja, dann ist wahrscheinlich wirklich nicht so teuer, aber es sind jetzt nicht, ich glaube, es sind nicht dieselbe Anzahl wie normale Superheldenhefte, habe ich das Gefühl. Hab mir aber auch nicht die extra Infos durchgelesen, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen kompetenter gewirkt. Mhm. Aber Captain Berlin ist als Trash-Empfehlung auf jeden Fall. Wer das Geld da hat, der soll sich doch holen. Moment, ich greife mal kurz in mein Bücherregal. Ja, gerne. Gut, dass wir nicht Captain Berlin in 60 Sekunden gemacht haben. Das hätte sehr wirr sich angehört. So. Ich weiß nicht, was du gerade geredet hast. Wahrscheinlich war es nichts Nettes. Achso, nee, ich habe über Captain Berlin gesprochen. Ich habe nämlich den Superpenner, den, der die Berliner Helden unterstützt. Der hat zwei Leute, nämlich Stefan Lenz und Artil Studio. Artil Studio ist gar kein Mensch, warum wird das so? Egal. jedenfalls haben die gedacht, hey, wir unterstützen meine Obdachlosen-Dings und haben dann die... Obdachlosen-Dings. Ja, diese Organisation da, die Berliner Helden, die sich für Obdachlose und so einsetzt. Okay. Und es gibt ja in Berlin die Obdachlosen, die diese Zeitungen verkaufen und die haben dann halt den Superpenner verkauft. Ui. Für 1 Euro. Und da habe ich direkt jemanden aus meiner Berliner Clique losgeschickt. Kauf mir das. Seine Muskeln sind fester als sein Wohnsitz. Okay. Es ist großartig. irgendein kleiner Student-Hiwi soll halt XY-Flüssigkeit wegkippen. Ja. Und er füllt das in eine Bierflasche ab, die halt gerade leer da rumstand, um das dann wegzubringen. Und wir wissen alle, was dann passiert. Ja, ein Penner nimmt die Flasche,
Und er vergisst, was drin ist, und der Penner ist so, hey, da ist ja sogar noch was drin, cool, trinkt das aus. Und in dem Moment wird dem Hiwi klar, oh shit, das war nicht gut. Und der Penner stürzt auf die Straße in dem Gewimmel, wird angefahren, aber oha, er ist so stark, dass er den Bus aufhält. Und sie gehen dann zu einem Arzt mit ihm, und es stellt sich heraus, dass Bier bei ihm jetzt wie eine Art Zaubertrank wirkt. Durch dieses Zeug, was er getrunken hat, ist er mutiert, und Bier macht ihn super stark. Das heißt, er muss Bier trinken, um super stark zu werden. Ja, er trinkt Bier und wird super stark. Super. Die Punkerin, die ihn dort zu diesem Arzt geschleift hat, macht ihm dann ein Kostüm und macht sich selber als Sidekick auch direkt eins, und dann ziehen sie los, Arschlöcher auf der Straße vermöbeln und Frauen aus brennenden Häusern retten. Scheiße. Oder alte Damen, was auch immer. Über die Straße bringen. Ja, es ist fantastisch. Und natürlich gibt es dann auch die typischen Bösewichte, die aufgehalten werden müssen, die Berliner Bestie befreien. Ein mutiertes Monster-Ding, das natürlich mit das unter anderem Nazi-Gene enthält. Natürlich, da sind sie ja wieder. Natürlich, es ist deutsch, natürlich gibt es Nazi-Gene. Captain Hitler greift an. Und er bekämpft dann das Monster und verpasst ihm einen ordentlichen Hieb, dass es bis nach Timbuktu fliegt. Natürlich. Genauer gesagt, fliegt es bis zum Ballermann. Auf der Epilog-Seite sieht man dann, dass das Tier hart Party macht auf Ballermann. Weil da sind ja alle erlaubt. Ja. Sehr gut. Das gefällt mir. Das klingt, ja. Ich glaube, das passt sehr gut zusammen, Captain Berlin und Super Penner. Ich glaube, das sollte man bei Amazon immer zusammen kaufen. Da lohnt sich auch das Geld. Wenn es den Super Penner noch gibt, das weiß ich nicht. Okay. Aber habe ich richtig verstanden, wenn man den Super Penner kauft, unterstützt man dann auch gleichzeitig die Berliner Helden? Also der wurde halt den gab es limitiert erstmal. Ich weiß nicht, ob der genug Erfolg hat, dass es den jetzt noch gibt. Ja. Der wurde halt von dieser Obdachlosenorganisation, also von den Obdachlosen, diese Zeitung verkaufen, die haben halt den Superpenner dann verkauft für einen Euro. Okay, finde ich gut. Ja. Finde ich echt gut. Und es ist auch richtig, auch richtig ist, ja, schön gemacht und sehr cool. Also ich war beeindruckt. Ich habe das halt aus Fun jemandem gesagt, als ich davon gehört habe, hier, besorg mir das mal. Und ja. Ah, okay. Finde ich echt cool. Du hast Berliner Clique gesagt, also du hast Leute, die du in Berlin kennst, ein paar oder was? Die da. Ja, so ein oder zwei, wobei einer jetzt weggezogen ist. Okay. Aber ja. Dann hast du gute Connections. Weil ich, wie gesagt, ich war ja letztens erst kurz in Berlin, und mir ist da, ich finde das gut, wenn man sowas macht, dann auch gleichzeitig für Obdachlose einsetzen, weil in Köln habe ich schon immer das Gefühl gehabt, es passiert viel in die Richtung. Entschuldigung. Aber in Berlin ist das noch krasser. Also als ich da war, habe ich gedacht, so, da gibt's. In jede Fahrt, die du hast mit der U-Bahn oder wenn du da in solchen Stationen bist, da sind so viele Leute, so viele, Anführungszeichen, ich sage jetzt einfach mal Penner, es ist jetzt nicht böse gemeint, sondern es gibt, Obdachlose. Es gibt einen sehr berühmten, der so sehr stinkt, dass die Leute aus dem Zugabteil gehen, wenn er dort ist, wurde mir erzählt. Ja, ich hatte eigentlich, es ist, ne, der Comic ist zwar lustig, aber ich glaube, das Thema ist schon krass, weil ich habe halt auch in Berlin einen gesehen, der stand halt an der Station selber, und da war auf einmal Flüssigkeit auf dem Mund, hab gedacht so, oh, der ist ja voll im Wasser reingetrieben. Dann habe ich gesehen, das läuft halt bei ihm alles selber so runter. Und mir hat das dann furchtbar leid getan, aber oh, er war halt auch total besoffen und sonst was. Und ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, in Berlin ist es noch viel krasser als wie hier in Köln vor Ort. Also es ist mir dann so aufgefallen, dieses arm, aber sexy, würde ich das sexy manchmal gerne streichen bei Berlin, weil so sexy ist das jetzt nicht. Ich glaube, da muss noch viel, viel getan werden. Ja. Aber gut, trotzdem, Captain Berlin und Super Penner, bitte lass die mal zusammen im Duo wegfliegen. Hä? Davon hab ich doch keine Ahnung. Ich hab, bevor wir den Podcast gemacht haben, haben wir vorhin noch miteinander gesprochen, und da habe ich dann gesagt, ey, Feli, es gibt doch so Sachen, die guckst du dir an und wirst sie wahrscheinlich lesen, aber findest sie vielleicht vom Cover interessant, zum Beispiel. Ne? Und das werden wir jetzt mal versuchen, mal einzubauen. Wir haben uns nämlich Folgendes gemacht. Wir reden ja sonst über Comics, die wir vielleicht auch gelesen haben. Oder die wir zwar gelesen haben, wo wir alles von vergessen haben, wie es bei mir häufiger mal passiert. Aber wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir beide haben uns ein Comic-Cover rausgesucht und versuchen jetzt mal einfach
uns hier laut vorzustellen, was sich hinter diesem Cover verbergen könnte. Und das machen wir jetzt in Davon habe ich keine Ahnung. Denn wir haben davon keine Ahnung. Und dann lesen wir zum Schluss einfach mal durch, was wirklich in diesem Comic oder Manga, den wir uns rausgesucht haben, passiert. Feli, willst du anfangen oder soll ich? Ich kann gerne anfangen. Okay, dann sag doch mal, wie heißt denn dein Titel? Mein Titel heißt Kiste. Okay. Von Patrick Wirbeleit und Uwe Heitschölter. Schötter? Was glaubst du, was wird da drin passieren? Also ich sehe einen Typen mit Brettern und eine laufende Pappkartonkiste mit einem Hammer und Nagel in der Hand. Sehr schön. Also vermute ich mal, dass es ein wahrscheinlich ganz lustiges Büchlein wird mit ich denke, sie bauen ein Baumhaus zusammen. Die Materialien sehen für mich nach Baumhaus aus. Ja, er hatte auch, ich sehe, die Kiste hat auch einen Hammer. Ja, ja, die Kiste hat einen Hammer in der Hand und in der anderen Hand einen Nagel. Eine Hand, okay. Ja. Ah, okay. Und er trägt die Bretter. Also er und sein Kumpel Kiste bauen zusammen ein Baumhaus. Geile Kiste. Ja. Nein, keine Geilheit. Ich denke, das ist sehr jugendfrei. Ja, aber es passt. Ich glaube, es auch sehr, sieht sehr jugendfrei aus. Was glaubst du, wird da drin irgendwie sowas vorkommen, wie wir haben die beiden sich kennengelernt oder was denkst du, was wird da noch erzählt neben dem, weil so ein Baumhaus aufbauen alleine? Oder meinst du, das ist vielleicht ganz ähnlich? Ich denke, es geht, weiß nicht, vielleicht um ihre Freundschaft, vielleicht ist das so eine Art, wie heißt das, Hobbes und Calvin Hobbes. Genau. Mhm. So in sehr dem schön, Stil ja. Irgendwie stelle ich mir das ein bisschen vor. Also auf jeden Fall für Kinder ausgerichtet und nicht unbedingt für Kinder, ja. Vielleicht auch sowas in der Art für Erwachsene, weil ich glaube, er sieht nicht aus wie ein Kind. Ich bin mir nicht sicher. Er sieht ziemlich groß aus. Ja, das stimmt. Aber sieht sehr Kind, also es hat auch so ein kindliches Gesicht. Vielleicht ein kindliches Buch für das jedermann lesen kann oder so. Ich meine zum Beispiel, oh verdammt, mir fallen die Titel nicht an. Das mit dem mit dem Kater, der Mann und der Kater. Garfield? Nein. Garfield ist nicht kindlich. Garfield ist nein. Nicht. Ach, du suchst was mit einem Kater. Mit F. Ferdinand? Nein, wie heißt denn das? Felicitas? Nee, das ist einfach nur ein Name, der mir bei Katzen einfallen würde. Sagt mir jetzt, nee, habe ich jetzt nicht im Kopf. Du recherchierst und ich löse mal auf in der Zeit, denn ich habe dann die Ehre auch vorzulesen, was in diesem Mann passiert. Ich glaube, du liegst gar nicht so schlecht. Auf Amazon, wir haben jetzt Amazon mal dazu genommen, steht folgende Inhaltsangabe drunter. Neuauflage des ersten Mannes im Hardcover. Mattis ist Bastler und Erfinder. Da kann er die Kiste natürlich bestens brauchen, die er eines Tages vor dem Haus findet. Er staunt allerdings nicht schlecht, als sie ihn plötzlich fröhlich begrüßt. Eine lebende Kiste. Und es kommt noch besser. Sie bastelt und erfindet für ihr Leben gern. Schließlich war sie mal die Werkzeugkiste eines echten Zauberers. Blöd nur, dass Kiste zwei linke Hände hat. Kiste ist die erste Zusammenarbeit von Szenarist. Okay. Ah, ja, tschüss. Geht doch. Geht, ist gar nicht so. Klingt sehr schön. Klingt sehr, auch sehr kindgerecht. 72 Seiten von Reprodukt. Sehr, sehr schön. Also es wird wahrscheinlich wirklich darum gehen, dass sie was bauen. Ich habe jetzt nicht, jetzt steht hier nicht drin, oder? Habe ich das vorgelesen? Nö. Nee, er ist Erfinder, sie bauen zusammen und Kiste ist sehr ungeschickt. Bauen, das passt ja. Ich glaube, es reicht auch dann. Patterson und Findus, meinte ich. Ach ja, okay. Ja, jetzt das ist der Mann und die Katze, Patterson und Findus. Ja, okay. Mir fielen die Namen nicht ein. Das ist halt, ich wusste nur irgendwas mit F. Okay, ja. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt mal einen Titel, von dem ich keine Ahnung habe. Ich habe mir mal was klassisch Manga-mäßiges rausgesucht. Ich habe die Monstermädchen und dann auch noch 04 genommen, den vierten Band. Mein Manga heißt Die Monstermädchen. Ich beschreibe kurz, was man sehen kann. Auf dem Cover selber ist eine junge, pinkhaarige Frau. Die hat anstatt Beine sowas ähnliches wie so ein Meerjungschwanz. Meerjungfrauen, heißt das Meerjungfrauenschwanz? Fischflosse. Fischflosse, dankeschön. Meerjungfrauenschwanz. Fischflosse, dankeschön. Und dabei ist noch ein Taucher mit einem gelben Schnorchel und ein paar Luftblasen, der so rumtaucht. Also, wenn man so das Cover alleine ist jetzt nicht so aussagekräftig, außer dass es wahrscheinlich darum gehen wird. Es ist wahrscheinlich dieses Mädchen, die wie auch immer sie heißen mag. Ich könnte mir vorstellen, dass sie plötzlich irgendwie, dass sie vorher ein richtiges Mädchen war und sich auf einmal plötzlich verwandelt hat. Und beim Manga könnte ich mir gut vorstellen, wie bei Detektiv Conan. Vielleicht gibt es aber auch so die Variante,
das ist ja im Moment sehr häufig als Kindersendung zu finden, dass erst, wenn sie in Berührung kommt mit Wasser oder wenn sie mit irgendwas anderem in Berührung kommt, dass sie dann diese Fischflosse bekommt. Und gleichzeitig ist dieser Typ da und der hat sich schon immer die ganze Zeit gewundert, was eigentlich mit der abgeht, weil sie auch vor allem so schüchtern ist in der Schule und sie ist vielleicht dadurch, dass sie auch noch so ein Monster ist, ein bisschen zurückhaltend, ist vielleicht sogar peinlich, dass sie, wenn ich meine, mir wäre es auch peinlich, wenn ich ins Wasser gehen würde und mir würde eine Fischflosse wachsen, jedenfalls im Sportunterricht. Ich glaube, sie gehen zusammen zur Schule und sie versucht aus den Situationen rauszukommen, in denen sich ein Monster verwandelt. Oder aber die ganz andere Variante, die ich im Kopf hätte, ist, sie muss irgendwas im Meer, irgendwas Verborgenes versuchen zu kriegen und er hilft ihr dabei, um das vielleicht entweder loszuwerden oder noch krasser zu digitieren. Das sind jetzt so Spekulationen, die ich habe. Du darfst gerne vorlesen. Ich würde deine Varianten eher lesen, glaube ich. Okay. Du hast schon durchgelesen? Ja, ich habe gerade durchgelesen. Ich würde den ersten Band, die Zusammenfassung, eher zusammen danke, lesen. Danke. Ja. Ach du Kacke, so war das aber nicht geplant. Teenager Kimihito wird unwahrhaft Betreuer eines Schlangenmädchens, das zu einem Überfluss auf ihn steht. Das wäre das Leben mit einem Monster nicht kompliziert genug, stehen zu kurz darauf eine niedliche Harpie und eine stolze Zentaurin vor der Tür. Könnte ganz nett werden, angesichts ihrer unübersehbaren Reize, Hur. Doch die drei Damen treiben Kimihito schon bald in den Wahnsinn. Also. Das war's. Ja, ich denke, es geht einfach um den Typ, der sexy Monstermädchen trifft. Die große okay. Brüste haben. Ja, ich sehe gerade auch, also ich fand jetzt bei dem Film, den ich jetzt hatte, ist mir das auch schon aufgefallen, habe gedacht, okay, es geht aber eigentlich auch noch. Aber wenn ich mir jetzt mal den dritten Band aufklappe, dann ist das irgendwie, ist das diese Zentaur, glaube ich, mit riesigen Möpsen und halt ein Pferdearsch. Wo ich jetzt eigentlich gerade hoffe, dass sie einfach nicht miteinander rummachen. Ich weiß, ist das ein Hentai oder ist das nicht? Das kann man gerade gar nicht sehen. Ich sehe kein Genre. Ich weiß nicht, wo sieht man. Ich könnte es mal anderweitig googeln. Ja, also ich fand es. Deine Zusammenfassung haben mir besser gefallen. Gerade das mit dem, was im Meer suchen, fand ich, klang eigentlich ganz interessant. Ja, ich hätte gedacht, ich fand es jetzt fantasievoller, wo sie jetzt doch die verschiedenen Monster haben, aber dass es letztlich darum geht, dass dieser Typ einfach geil auf Monstermädchen ist. Es ist Fantasy-Komödie mit Haaren. Mit Haaren? Haaren. Ach, Haaren. Okay. Kennst du den Begriff Haaren nicht aus dem Manga-Bereich? Haaren. Haaren, nee. So wie viel Frauen, Haaren, was früher die... Ach so, Haaren. Ja. Also wirklich Haaren. Ja, dann, ja. Ich habe Haare die ganze Zeit. Nein. Ja, so mit Haaren. Ich denke, so ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal, dass da Haare drin vorkommen? Manchmal auch, aber in dem Fall... Oh, ja, manchmal auch. Okay, das heißt... Nein, also Haaren heißt einfach... viele Frauen. Genau, ein Typ viele Frauen. Oder es gibt ja auch... gibt's auch Bänder, was andersrum? Ja, es gibt auch... Das heißt dann, glaube ich, den Reversed Harem. Echt? Einfach so billig? Ja, Reversed Harem? Das heißt einfach Reversed Harem, weil es wahrscheinlich noch nicht so lange in ist wie die andere Geschichte. Der Frauenmarkt ist ein bisschen langsamer, was diese Sachen angeht. Also Harem wird das erste gewesen sein, weil es die Geschichten halt schon länger gibt. Und Reversed Harem ist halt einfach eine Frau, viele Typen. Ja, okay. Naja, ich fand's meint jetzt ein bisschen sympathischer. Aber. Ah, hier steht, Existenz von Monstern ist geheim gehalten. Jetzt werden sie versucht, in die menschliche Kultur einzufügen. Und okay. Genau, diese Mädchen wohnen bei ihm als Gastfamilie an, wegen eines Kulturaustauschprogrammes. Kulturaustauschprogramm zwischen Monsterland und normalem Land. Das ist ja schön. Also wirklich, wenn ich mir so durchgehe, naja, ich hoffe, es ist nicht so klischeehaft, wie ich mir es jetzt gerade im Kopf vorstelle. Ich denke schon, aber dass es das ist. Ja. Haaren-Mangas sind leider meistens sehr lame. Okay, dann würde ich, glaube ich, die Kiste lesen, habe ich gerade für mich entschieden. Ja, die würde ich auf jeden Fall auch lesen. Der Schnucki der Folge. In unserer Comic-Schnuckis, die ja schon so häufig erschienen sind, haben wir natürlich auch wieder diesmal einen Schnucki der Folge. Und diesmal haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einen Lieblings-YouTube-Channel vorstellen. Unsere Lieblings-YouTube-Channel. Und Feli, fang doch mal an. Was ich sehr gerne mag, ist ein Let's Player, englischsprachig. Er heißt Cryotic. C-R-Y-A-O-T-I-C. Ist recht bekannt im englischsprachigen Bereich. Macht halt alle möglichen Let's Plays, streamt auch auf Twitch und ist ein gechillter, sehr lustiger Dude. So kommt er jedenfalls rüber und das ist ja was wichtig ist.
Okay, ist er so der Typ, der viel reinredet in das Let's Play oder eher sich zurückhält? Er redet schon, nicht permanent, aber ist ganz... Interessante Sachen auf jeden Fall. Er ist ganz lustig, sag ich mal, und wie gesagt, relativ gechillt. Ich mag das nicht, wenn die so hyper reinschreien. Also Pete's Meat eher nicht so? Nee. Nicht okay. Mein Ding. Okay. Das sind ja die zwei verschiedenen Lager, glaube ich, die mittlerweile ich auch erkannt habe. Entweder man redet viel rein oder man hält die Fresse. Okay, Cryotech. Ich habe in dem Fall, ich versuche mich kurz zu halten, ich habe das schon ein bisschen bei der Komiker angeteased. Ich habe meinen Zwillingsbruder kennengelernt in Berlin. Ich war auf einem YouTube-Event, wo viele verschiedene Künstler da waren. Und da hieß einer Luke Fair, der YouTube-Channel. L-U-K, großes F-A-I-R. Luke Fair ist ein Comic-Channel, wie ich ihn eigentlich auch habe. Und das Interessante ist, er hat das Konzept sich zum eigen gemacht, diese typischen YouTube-Formate wie Howl, also Sachen aus einer Tasche rausziehen und sagen, huh, ich habe das und das eingekauft. Oder diese Schminktipps eigentlich in die Comic-Welt zu übertragen. Und ich finde ihn sehr sympathisch. Er ist, ich glaube, 5 Jahre jünger als ich. Da habe ich dann auch erstmal geschluckt, als ich gemerkt habe, okay, hat auch, glaube ich, so 2000 Abonnenten und sonst was. Ist sehr, sehr witzig, finde ich. Ist halt auch in dieser typischen YouTube-Ästhetik, muss man sagen. Also viele Jump-Cuts, wenn das so schnell nacheinander geschnitten ist. Das finde ich aber auch ganz okay. Aber ein super witziger Kerl, kann ich nur empfehlen. Schaut euch den auf jeden Fall mal an. Und wenn nicht, dann guckt ihr eben meinen Kanal an. So, habe ich jetzt ein bisschen Schleichwerbung nochmal reingebracht. Die berühmten letzten Worte. In diesem Podcast haben wir uns immer gedacht, indem wir aus unseren Lieblingswerken oder aus irgendwelchen Werken, die wir so haben, immer ein kleines Zitat für als Ende dieser Folge nutzen werden. Ich glaube, du hast ein sehr viel kürzeres Zitat, liebe Feli. Ja. Dann kannst du auch sagen, woher du das hast. Und dann würde ich auch bitten, dich anzufangen mit deinem schönen Kurzzitat. Und ich suche in der Zeit mal mein langes raus. Mein Zitat stammt aus Invader Zim. It's not stupid, it's advanced. Das ist eines der bekanntesten Zitate aus der Serie, glaube ich. Okay. Ich habe es in der sehr kurzen Zeit noch nicht geschafft, mein Zitat wieder zu finden. Ja, jetzt habe ich es. Ist ein bisschen länger, dreht sich so ein bisschen um das Thema Kunst und Schmerz. Es sind die Gedanken von der Hauptdarstellerin und ich versuche sie ein bisschen vorzulesen. Oh Gott, die Inspiration verlieren. Genau deshalb habe ich Angst vor Medikamenten. Aber ich will meine Leiden nicht behalten. Und schon gar keine Kunst darüber machen. Mein Leid kotzt mich an. Ist das schlecht? Bin ich oberflächlich? Schwach? Manchmal kommt es mir so vor, als wäre Schmerz eine zu naheliegende Inspirationsquelle. Schmerz ist auch nicht immer tiefgründig. Manchmal ist er einfach nur schrecklich, sonst nichts oder nervtötend. Andere Dinge können bestimmt genauso tiefgründig sein wie Schmerz. Fürs Erste muss ich darauf vertrauen, dass es mich nicht am Arbeiten hindern wird. Wenn ich stabil bin. Punkt. Das ist ein langes Zitat aus Alan Forney's Meine Tassen im Schrank. Und Feli, wir sind am Ende. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, wie hat es dir gefallen? Es war total super, die Erfahrung meines Lebens. Ich würde es niemals missen wollen. Ja, und was ich an dir mag, ist deine grundehrliche Art, die auch niemals zynisch und ironisch rüberkommt. Wo ich weiß, dass das auch alles sehr ernst gemeint ist. Du Arsch, das kann gerade wirklich so wie, bitte leg endlich auf. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und letztlich bleibt dann uns nur noch das Publikum. Wenn ihr möchtet, dass die Comic-Schnuckis öfters bei den Comic-Cookies im Podcast erscheinen, dann schreibt uns auf unserem Hashtag, dem Hashtag Comic-Schnuckis, dass ihr mehr Folgen von uns haben wollt. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Ich glaube, Feli, du würdest dich auch sehr freuen, wenn wir das nochmal machen könnten. Wenn ihr ein Video von Steffen unter der Dusche haben wollt, dann spendet. Für nur 1.000 Euro seid ihr dabei. Spendet nur 1.000 Euro für Steffen unter der Dusche. Dafür haben wir diesen ganzen Podcast eigentlich aufgenommen. Vielleicht singt er sogar. Dann müssten sie aber, glaube ich, nochmal Schmerzensgeld von 1.000 Euro drauflegen. Glaub mir, das willst du nicht hören. Das habe ich oft genug in Etage 13. Comic-Schnuckis, Hashtag, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr was wollt, denkt dran, wer hat den besseren 60-Sekunden-Comic vorgestellt unter, für mich, Hashtag Schnucki B oder für die liebe Feli mit Hashtag Schnucki F. Schnucki F, Schnucki F. Schnucki B, Schnucki B. Und die letzten Worte gebühren natürlich meinem liebreizenden Gast, Feli. Du kannst jetzt noch was in die Welt rausposaunen. Ich sag schon mal, tschüss. Auf Wiederhören. Kreativ. Tschüss.
Das waren sie wieder, eure Lieblings-Comic-Schnuckis. Schreibt eure Fragen oder Kommentare an Hashtag Comic-Schnuckis. Besucht auch Feli auf Twitter oder der Komiker. Besucht auch die anderen Seiten von Steffen oder Basti, derkomiker.de oder die13teetage.de. Bis zum nächsten Mal, eure Comic-Schnuckis.